Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem schnellen und spontanen Video von mir. Ich bin jetzt nämlich gerade nach Hause gekommen. Die Käse-Eigen-Phase verläuft bis jetzt noch normal. Darauf will ich aber in meinem normalen Video, das kommt dann am Freitag oder heute Abend schon, näher eingehen. Da habe ich das ganz normal dokumentiert, wie man es schon vom ersten Einfahrphasen-Video gewohnt ist. Jedoch bin ich gerade eben nach Hause gekommen. Und dann habe ich diesen roten Belag der ist mir da ganz stark ins Auge gestochen. Und da dachte ich mir, ach, das kommt mir doch bekannt vor. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, könnten das ja diese sogenannten Cyanobakterien sein. Und da bin ich jetzt erstmal ein bisschen ratlos. Das ist ja mein erstes Becken. Und weiß auch nicht so genau, was ich jetzt am besten tun kann. Also eure Vorschläge bitte in die Kommentare. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.